Herzlich willkommen zum Herbst-Highlight für die Zwillinge. Dieses Video ist sowohl für Sternzeichen als auch für den Aszendenten Zwillinge. Das Reading gilt von September bis November. Ja, und dann schauen wir mal, was gibt es denn da für euch für ein Highlight? Ich hätte gern euer Thema. Wow! Die Transformation. Man sieht hier schön auf dieser Karte diese Raupe, die sich hier verpuppt und so langsam sich zum Schmetterling entwickelt. Also es ist so eine Transformation zum Besseren, zu mehr Möglichkeiten, zum Schöneren. Ich bin mal sehr gespannt, was die Lennemann-Karten hierzu noch zu sagen haben. Ich verwende wie immer die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Zwar habe ich zwei Decks, das wirst du nachher sehen. Ich habe die Karten im Vorfeld schon ausgiebig gemischt. Das heißt, wir können gerade loslegen. An der Unterseite vom Deck haben wir den Turm. Der Turm steht oftmals für Trennung, auch für so eine Art Rückzug. Er kann oftmals auch für eine Beförderung stehen. Er kann für ein eigenes Business stehen. Er hat einige Bedeutungen. Lassen wir uns mal überraschen. Im Herbst dürfte bei dir etwas in Bewegung kommen, was hier mit einem größeren Konzern zu tun hat. Mit der Fabrik geht es um Firmen, es kann um einen Arbeitsplatz gehen, es geht oftmals auch um wirtschaftliche Dinge, um Investitionen. Und ich habe hier den Eindruck, dass hier etwas an euch herangetragen wird. Mit den Bären kann sich das natürlich auch durchaus um etwas Altes handeln. Vielleicht ein alter Arbeitgeber, bei dem du schon, für den du schon mal gearbeitet hast. Das ist bei jedem von euch unterschiedlich. Also schau mal bei dir. Ich sehe hier, dass es um ein Thema geht, an dem du schon länger dran bist. Also mit dem Schiff wird immer so die Überwindung einer größeren Distanz angezeigt. Das wäre zum Beispiel beim Thema Arbeit, was ich für einige von euch reinbekomme, hier, dass ihr hier schon lange am Suchen seid. Mit den Engelsflügeln kommt jetzt die Unterstützung. Jetzt kommen die guten Gelegenheiten. Ihr werdet hier geführt in dieser Sache, wo ihr schon lange dran seid. Wir haben hier den Herrn. Und der Herr liegt in meinen Allgemeinreadings immer für ein wichtiges Gegenüber von dir. Die Karte ist geschlechtsneutral und das heißt, es kann sowohl ein Mann als auch eine Frau sein. Es muss auch nicht dein Partner sein, sondern es ist einfach eine Person, die im Zusammenhang von diesem Reading wichtig für dich ist. Diese Person liegt im Dunkeln. Das heißt, du weißt nicht, dass diese Person hier in irgendeiner Form tätig ist. Es kann sich zum Beispiel um jemanden handeln, der ein gutes Wort für dich einlegt. Für einige kann es auch so sein, dass, ja, dass es eine Person ist, die ihr schon bereits kennt, aber ihr wisst nicht, dass sie für euch irgendetwas ja, im Hintergrund einfädelt zum Beispiel.
Die nahe Zukunft, da habe ich hier die Sense, also das ist auch noch im Herbst, wie es dann noch weitergeht. Da habe ich auch die Sense und die Wege. Das heißt, es kommt hier zu plötzlichen Entscheidungen. Mit dem Anker am Ende geht es bei vielen von euch um die Arbeit, bei einigen einfach um wichtige Themen, die euch Halt geben. Also etwas, was für euch wirklich wichtig ist, existenziell wichtig. Wenn es hier zum Beispiel um eure Finanzen geht, dass euch hier vielleicht jemand einen wichtigen Tipp gibt, wenn ihr schon lange nach einer guten Gelegenheit gesucht habt, wie es weitergehen soll, ja. Schauen wir mal weiter. Was gibt's noch zu sagen? Ach ja, diese Transformation, das ist hier gut möglich, dass es sich ja eben bei der Arbeit um eine Beförderung handelt. Dass quasi eure Arbeit transformiert wird, dass ihr euch da weiterentwickeln könnt. Ich bekomme auch für jemanden rein, dass es so eine Art Franchising-Arbeit ist, wo ihr selbstständig arbeitet, aber für einen größeren Konzern. Also schau mal bei dir. Ich hätte gerne eine Karte zum Herrn. Eine Karte zum Herrn. Ui, da fallen gleich drei raus. An der Unterseite haben wir das Schiff, die Lilie, der Herr und der Klee. Ja, der Herr mit dem Herrn geklärt, bringt uns jetzt hier nicht weiter, aber es geht um diese Sache bei dir mit dem Schiff, um etwas Längerfristiges, wo du schon dran bist. Also das Schiff hat schon abgelegt, es ist schon unterwegs. In den Allgemeinreadings ist es halt oft auch schwierig. Die Karten antworten halt dann auch allgemein. Wir haben hier die Lilie und die Lilie steht für Frieden, sie steht für Harmonie. Und der Klee ist die absolute Glückskarte. Also steht fürs Glück. Also hier gibt es jemanden, der wirklich harmonisch einwirkt auf diese Sache, um die es bei dir geht. Dann hätte ich gerne noch eine Karte zum Bären. Eine Karte. Ui, da fallen auch drei raus. Der Berg, sogar vier. Der Berg, die Wolken, die Lilie und die Fische und an der Unterseite vom Deck der Baum. Ja, ähnlich wie schon die Transformationskarte geht es mit dem Baum auch um Entfaltung, um Wachstum und hier haben wir den Berg, der zunächst mal eine Herausforderung darstellt. Die Wolken, die die Unklarheiten darstellen. Also man weiß so noch gar nicht, welche Herausforderungen auf einen zukommen. Aber gleichzeitig habe ich hier die Lilie, die Harmoniekarte und die Fische. Die Fische stehen fürs Geld. Und auch für den Fluss. Also da kommt was ins Fließen. Und das passiert durch diesen Bären, der eben auch eine wichtige Person darstellen kann. Zum Beispiel ein Chef. Das ist wirklich genial. Ja, die Fabrik,
liegt er hier auch auf der Position, die als Rat der Karten gilt. Und mit der Fabrik heißt es eigentlich, denk für längere Zeit. Plane für dauerhaft, für sehr lange. Jetzt schauen wir mal, was es dann noch als Rat zur Fabrik gibt. Gibt es denn da noch als Rat dazu? Okay, das heißt, du darfst hier mit den Händen wirklich handeln, ins Handeln kommen und mit dem Brief kommunizieren. Es kann sich hier sowohl um Telefonate handeln, als auch um Briefe, um E-Mails. Und auch der Reiter zeigt ja schon an, dass etwas in Bewegung kommt. Auch mit dem Reiter ist es möglich, dass hier eben diese Kommunikation in Bewegung kommt und darauf sollst du halt auch reagieren und ins Handeln kommen, wenn das eben auf dich zukommt. Wirklich interessant. Gut, dann wüsste ich gerne, ob es hier noch etwas zum Anker zu sagen gibt. Schauen wir mal, was gibt es denn da noch? Ja, es kommt was in Bewegung. Und die Vögel. Also dieses Endresultat mit dem Anker, wenn eben plötzlich diese Entscheidung fällt, dann kommt hier etwas in Bewegung. Und das hat mit den Vögeln hier, mit Kommunikation zu tun. Also wenn wir jetzt beim Thema Arbeit bleiben, für die, wo es um Arbeit geht, kann das durchaus eine Einladung zum Vorstellungsgespräch sein. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Ich bin ja mal gespannt, was sich daraus dann ergibt. Schauen wir mal weiter. Was gibt es noch für ein Rat für euch? Was gibt es hier noch für ein Rat? Oh, da kommen gleich drei. Schauen wir mal, vielleicht ist es wichtig. Überprüfe deine Motivation, bevor du handelst. Lerne aus deinen Fehlern und konzentriere dich auf das Wesentliche. Ja, ihr Lieben, ihr möchtet etwas hier verändern. Überprüft, worum es euch wirklich geht. Vielleicht geht es ums Ansehen, vielleicht geht es ums Geld. Das wird bei jedem von euch anders sein. Du selbst weißt es ja am besten. Lerne aus deinen Fehlern. Vielleicht hast du vorher gute Angebote nicht angenommen und konzentriere dich auf das Wesentliche. Also kümmere dich dann drum, wenn du die Chance geboten bekommst, dass du da dran bleibst. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich sehr, wenn du mir ein Like da lässt, ein Abo und auch einen Kommentar. Bis bald.